Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus geliebte Gläubige. Es ist immer wieder herzenserquickend, im Advent den Sonntag Gaudete feiern zu dürfen. Der Freudensonntag, die Worte Gaudete sind das erste Wort, ist das erste Wort des Introitus. Freut euch alle Zeit im Herrn, sagte der heilige Paulus. Und es sind hier insgesamt vier herrliche Mahnungen, die der heilige Paulus an uns richtet. Erstens die immerwährende Freude. Alle Zeit sollen wir uns im Herrn freuen. Dann zweitens die Ausstrahlung der Güte. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren. Drittens die Sorglosigkeit. Um nichts macht euch Sorgen. Und viertens schließlich der Friede. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen in Christus. Also diese Mahnungen oder diese vier Pflichten, die uns der heilige Paulus hier übergibt, bilden ein ganz großartiges Adventsprogramm. Aber eigentlich gilt das für das ganze Leben. Man wird vielleicht versucht zu sein, dem heiligen Paulus hier eine gewisse Realitätsfremde zuzusprechen, denn wer schafft das? Und vor allem in einer sorgenvollen Zeit wie heute, mitten in einem Krieg, der vor unseren Haustüren tobt, sozusagen, wo ist da der Friede, wo die Sorglosigkeit? Der heilige Paulus verweist natürlich auf oben. Das schaffen wir natürlich niemals aus uns selbst, diese vier Eigenschaften zu realisieren, sondern das ist ein Gottesgeschenk, ganz eindeutig. Und zwar an alle, die aufrichtigen Herzens Gott suchen und sich auf seine Ankunft vorbereiten. Schon die Kirchenväter, dann insbesondere der heilige Thomas von Aquin, erklären, dass diese vier erwähnten Eigenschaften Früchte sind einer Tugend, nämlich der Gottesliebe, sind Wirkungen der Gottesliebe. Mit anderen Worten, wenn wir uns um eine innige Gottesliebe bemühen, dann lässt der Heilige Geist in uns diese erwähnten Früchte reifen. Sie gehören ja auch zu den Früchten, zu den 12 Früchten des Heiligen Geistes. Ich möchte Ihnen das erläutern am Beispiel der ersten Wirkung hier, der immerwährenden Freude. Wann empfinden wir eigentlich Freude? Wie kommt die Freude in unser Herz? Jedes Mal, wenn wir in Kontakt kommen mit jemandem oder mit etwas, das wir lieben. Wenn wir eine geliebte Person treffen oder eine geliebte Sache erhalten, zum Beispiel ein schönes Geschenk, dann empfinden wir Freude. Und jetzt gilt, je größer und edler die Liebe ist, umso tiefer und schöner auch die Freude. Wer Süßigkeiten meinetwegen liebt, der freut sich an einem Stück Kuchen, aber das ist eine sehr bescheidene Freude, die auch zudem sehr schnell vorbeigeht. Aber je edler nun die Liebe ist, umso tiefer eben auch die Freude. Und die höchste Liebe, die es geben kann, ist natürlich die Gottesliebe. Und darum ist es ja auch so, dass jene, die Gott über alles geliebt haben, auch die größte Freude empfunden haben. Das ist der Grund, warum die Heiligen immer die fröhlichsten Menschen waren, weil sie eben die mächtigste Gottesliebe in sich hatten. Und zwar eine Liebe, die wirklich unerschütterlich ist, weil der heilige Paulus forderte uns auf zu immerwährenden Freude, was eben überhaupt menschlich gesehen absolut unmöglich erscheint. Wenn es einem wirklich schlecht und hundsmiserabel geht, wo ist da noch Anlass zur Freude? Aber eben gerade die Heiligen sind der Beweis, dass diese Freude wirklich unerschütterlich ist, auch in schweren Prüfungen und im schwersten Leid bleiben kann, erhalten bleiben kann. Der heilige Paulus versichert uns immerhin, mitten in aller Trübsal ströme ich über vor Freude. Mitten in aller Trübsal. Also nicht, er sagt nicht, mal bin ich fröhlich, mal traurig, weil das Leben nicht so läuft, wie man es sich erwartet, sondern nein, inmitten aller Trübsal ströme ich über vor Freude. Und schauen Sie, das ist die Vollkommenheit der Freude als Geschenk des Heiligen Geistes, als Frucht des Heiligen Geistes. Aber wie ist das möglich? Ja, weil die Liebe zu Jesus so brennend wird im Herzen,
dass man gerne zu allem bereit ist. Gerne bereit ist, alles aufzuopfern, auch jede Schmach, jede Schwierigkeit oder Trübsal. Die Liebe ist dann, überwiegt einfach alles und darum auch die Freude. Und weil der heilige Paulus wusste, dass gerade diese Leiden dazu dienen, sich mit Jesus noch tiefer zu vereinigen, mit seinen heiligen Leiden und ihm auf diese Weise als dem Vielgeliebten des Herzens näher zu kommen. Die heilige Elisabeth von Thüringen ist uns ein großartiges Beispiel dieser wahren, tiefen Freude, unerschütterlichen Freude. Sie kennen ja ein bisschen ihre Geschichte. Ihr Mann, ihr Gatte, verstarb sehr früh vor einem der Kreuzzüge. Und ihre Verwandten nahmen das zum Anlass, sich ihrer zu entledigen. Sie wurde aus dem Schloss vertrieben, sie verlor alles, Hab und Gut. Mit ihren Kindern floh sie mitten in der Nacht und stand alleine da auf der Straße. Können Sie erraten, was sie damals tat? Eine andere Frau wäre bei so viel Leid und Schmach wahrscheinlich zusammengebrochen. Sie aber, die heilige Elisabeth, sie ging in die Franziskanerkirche und stimmte das Te Deum an, zusammen mit ihren Kindern, den großen Dankeshymnus der Kirche. Sie ertrug das bittere Unrecht in der Heiterkeit des Herzens. Sehen Sie, das ist ein Mensch, der in der Gottesliebe ganz tief begründet ist. Ja, und interessant ist auch, was sie, die heilige Elisabeth, zu sagen pflegte, wenn sie fromme Leute sah, die ein trübseliges Gesicht machten. Sie sagte, die schauen aus, als ob sie den lieben Gott erschrecken wollten. Darum, liebe Gläubige, wenn Sie mal sehr traurig sind und aussehen wie 3 Tage Regenwetter, machen Sie eine kleine Gewissenserforschung, wie es dann mit Ihrer Gottesliebe steht. Also, wie sehr können wir von ihr lernen? Wir haben eigentlich nie Grund, freudlos zu sein. Bemühen wir uns in den Schwierigkeiten des Lebens, Gott einfach immer treuer und selbstloser zu lieben, selbstloser aufzuopfern, damit auch in unseren Seelen diese Freude nie verloren geht und immer tiefer begründet wird. Sodass eben auch die Prüfungen des Lebens wir ertragen können. Die zweite Tugendfrucht nennt der heilige Paulus die Ausstrahlung der Güte. Das leuchtet, glaube ich, sehr leicht ein, dass sie eine Frucht der Liebe ist, denn der Liebe ist es eigen, sich mitzuteilen, auf andere auszustrahlen. Der liebevolle Mensch, der möchte gegen alle Menschen gütig und barmherzig sein. Und das haben sich zum Beispiel, um ein weiteres Beispiel zu geben, die großen Heiligen der Reformationszeit zu eigen gemacht, zu nutzen gemacht. Sie gebrauchten nämlich in ihrem Kampf gegen die Häresie, gegen das Laster, und das war ja wirklich eine ganz schreckliche Zeit, und der Protestantismus breitete sich mehr und mehr aus und viele waren vor der Situation, was kann man da nur machen? Ein heiliger Karl Borromäus, ein heiliger Petrus Canisius und ein heiliger Ignatius gebrauchten 2 Waffen, ganz bewusst. Zunächst einmal die Klarheit der Lehre. Die Leute sind dermaßen unwissend, man muss ihnen die Glaubenswahrheiten wieder nahebringen. Die Klarheit der Lehre. Die zweite Waffe war die Güte des Herzens, die Unbesiegbarkeit ihrer Güte. Von diesen 3 erwähnten Heiligen wird ausdrücklich bezeugt, dass sie durch ihre außergewöhnliche Liebenswürdigkeit die Menschen wieder gewonnen haben für den Glauben und für die Kirche. Sie wussten, die Güte allein ist der Schlüssel zu den Herzen. Wie will man Menschen überzeugen, wenn man nicht ihre Herzen gewinnt? Eben durch die Güte. Vom heiligen Ignatius wird folgende Anekdote erzählt. Er hatte für seine vielen Briefe, die er schrieb, einen Mönch, einen Jesuiten, dem er die Briefe diktierte. Und da geschah es, dass er in seiner Gottesliebe so zu strahlen begann, wirklich eine Art übernatürliche Verklärtheit, dass der Schreiber unwillkürlich auf den heiligen Ignatius blickte und so im Bann war, dieser Liebenswürdigkeit seines Antlitzes, dass der heilige Ignatius ihn zurechtweisen musste, so machen Sie sich an die Arbeit, halten Sie sich an Ihre Arbeit. Die Güte des Herzens. Und da wir in ähnlichen turbulenten Zeiten leben, müssen wir genau das Gleiche tun.
Ich glaube, das ist genau das Richtige, wie wir heute versuchen müssen, die Seelen wieder zu gewinnen für den Glauben und für die Kirche. Doch das Zeugnis unseres festen, klaren Glaubens, aber nicht aufdringlich, sondern eben durch die Güte des Herzens. Und denken Sie daran, der Heiland hat es ja eigentlich auch genau so gemacht. Durch seine klaren, festen Worte, aber auch in aller Gütigkeit hat er die Menschen gewonnen. Hat er die Sünder angezogen und so ihr Herz geöffnet für die Besserung ihres Lebens. Und durch das Verzeihen natürlich, durch das großherzige Verzeihen. Drittens, die Sorglosigkeit der Kinder Gottes. Das sagt uns heilige Paulus ganz ausdrücklich. Um nichts macht euch Sorgen. Aber bitte, wie ist das möglich, in unseren Zeiten ohne Sorgen zu leben? Erzbischof Löffel gab in einem Interview eine sehr schöne Antwort. Er wurde nämlich gefragt, ob er dann nicht zu sehr von vielen Sorgen niedergedrückt sei, bei all den Problemen, mit denen die Priesterbruderschaft St. Pius X. zu kämpfen hätte. Und seine weise Antwort lautete, um ehrlich zu sein, ich mache mir möglichst wenig Sorgen, eigentlich keine Sorgen. Wenn die Priesterbruderschaft ein Werk Gottes ist, dann trägt der liebe Gott Sorge für sie, wenn wir uns bemühen, ihm treu zu dienen. Und das ist das Entscheidende. Wollen Sie sorglos leben, dann müssen wir uns bemühen, Gott treu zu dienen, in allen Dingen, auch in den Kleinigkeiten des Lebens. Übrigens, wie hat unser Gründer recht gehabt? Die Bruderschaft darf nun zurückblicken auf ein Alter von über 50 Jahren, hat wirklich sehr viele schwere Stürme zu bestehen gehabt, aber immer hat der liebe Gott sie wunderbar geschützt, sodass sie heute stärker und größer denn je ihre Mission genauso furchtlos weiterführen kann, wie sie Monsignor Lefebvre von Gott empfangen hatte. Ahmen wir also dieses grenzenlose Gottvertrauen unseres Gründers nach. Und der heilige Paulus mahnt uns eben ganz ausdrücklich dazu, ich darf es nochmals wiederholen, damit das wirklich in unser Gedächtnis eingebrannt ist, um nichts macht euch Sorgen, sondern stets sollen unter innigem Gebet und unter Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Natürlich haben wir Sorgen, haben wir Anliegen, Probleme, bei denen wir keine Lösung finden. Aber zunächst einmal zum lieben Gott gehen. Und dann kann man ruhig überlegen, wie wir die Dinge in die Hand nehmen. Die Heilige Schrift sagt es ausdrücklich, werft all eure Sorgen auf Gott und er wird für euch sorgen. Und das dürfen wir wörtlich nehmen, liebe Gläubige, dass wir unsere Sorgen Gott übergeben. Werft all eure Sorgen auf Gott und er wird für euch sorgen. Und haben wir schließlich immer Jesus vor Augen. Er wollte uns ja das Beispiel geben, wie man sich in Prüfungen verhält. Er wollte in eine Familie hineingeboren werden, mit großen Problemen zu kämpfen hatte. Er war ja noch nicht einmal geboren, war er mit seiner Familie schon ausgestoßen, abgewiesen als Bettelvolk von den Bethlehemiten und musste in einem Stall geboren werden unter bitterster Armut und Schmach. Ja, und trotzdem gab es in der ganzen Menschheitsfamilie nie eine Stunde, die so glücklich war, so freudvoll wie Weihnachten. Freude im Herzen des Jesuskindes, der er kommen wollte, um sich für uns aufzuopfern. Im Herzen der Mutter Gottes, des heiligen Josef, sie freuten sich, weil der Erlöser geboren war. Also vom ersten Tag an wollte Jesus uns zeigen, dass wir bereit sein müssen, Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, mit Leiden uns abzugeben in unserem Leben, aber aufgepasst eben in der Heiterkeit des Herzens, in der Sorglosigkeit der Kinder Gottes. Dritte, also wunderschöne Frucht des Heiligen Geistes, eben diese Gelassenheit, die christliche Gelassenheit. Und wenn wir bemühen, uns all das zu tun, dann schenkt uns Gott die vierte Frucht, den Frieden des Herzens. Es ist ein Frieden, bezeugt uns der heilige Paulus, der alles Begreifen übersteigt. Ein Frieden, den man sonst nie antreffen kann, weil es eben ein Frieden ist, den Gott allein geben kann, der die Seele ganz tief erfüllt. Und dieser Friede, so sagt uns der heilige Paulus,
bewahrt unsere Herzen und Gedanken in Christus. Das heißt, er macht uns mit Jesus ganz eins. Und weil wir alle mit ihm dann geeint sind, so sind wir auch untereinander geeint. Sie sehen, so entsteht auch der tiefe Friede in der Gesellschaft. Zunächst einmal muss jeder selber mit seinem Herrgott im Frieden sein. Und dann können wir untereinander auch friedvoll miteinander leben. Und dieser Friede ist das Weihnachtsgeschenk Gottes. Weil wir werden es freudig hören dürfen, wie die Engel auf den Fluren Bethlehems zu den Hirten gesungen haben, Friede auf Erden den Menschen, die guten Willen sind. Ja, und dieses Weihnachtsgeschenk bereits jetzt, 2 Wochen vor Weihnachten, wünsche ich Ihnen von Herzen, möge es Ihnen die Gottesmutter vermitteln. Denn wenn es hier einen Menschen gegeben hat, der diese 4 Früchte in voller Fülle in ihrer Seele hatte, dann war es natürlich die allerseligste Jungfrau Maria. Und sie ist sehr gerne bereit, noch so gerne, uns Anteil zu verleihen. Lassen wir uns von ihr führen zur Krippe des Herrn. Durch ihre Fürsprache mögen wir ihr Beispiel geben, der Gottesliebe. Und das können wir ganz konkret üben, die Gottesliebe, indem wir jeden Tag von Neuem aufopfern, unsere Pflichten treu erfüllen und das Gebet hochschätzen, auch wenn man keine Lust hat, und in den Problemen unerschütterlich auf Gott vertrauen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glaube, Glaube, immer.